So, ne? Auf drei. Ja. Eins, zwei, drei. Glück auf und herzlich willkommen, meine lieben Video zurück zu Siedler 3, Koop, LBT, mega geiler, krasser, geiler Shit. Und zwar nicht allein, sondern diesmal bin ich zusammen mit den Krummel. Getzer. Ja, mit dem spiel ich zusammen gegen die feindlichen, großen Monster. Da haben wir einmal den MV Marder. Hallo. Mr. Henki Heidi, ho! Und den Sally natürlich, unseren blauäugigen. Nee, Sally einfach. So, das ist hallo Jen! Gegen die Schwein. Gegen die zwei spielen wir heute. Und zwar auf einer Alien. Die findet ihr unter selbst erstellte Maps. Wenn auch ihr da hier dabei sein wollt, einfach mal mitspielen wollt, dann schreibt uns doch einfach. Und bringt auf jeden Fall Zeit mit, weil es bringt nichts, wenn ihr schreibt, ihr wollt mitspielen und dann nicht antwortet. Das ist blöd. Ne? Ja, das Problem oder antwortet und dann nicht auftaucht. Ah, oder dann nicht auftaucht. Das ist leider noch viel. Das ist leider schade. Ne? Das ist sehr schade. Man ja, verpasst auf jeden Fall was. Ja, ist das. Tada, wie baue ich denn das hier? Wie war denn das? Natürlich muss ich sagen, wir haben auch alle Zufall genommen, ne? Alle. Bis auf Marder. Ups. ja, was? Alle Zufall, ja. Na, weil wir wissen also auch nicht, was der Gegner hat. Ja, das macht das Ganze interessant. Das stimmt allerdings. Jetzt können wir gar nicht planen, so, ach, was, wie greifen die am besten an? Vielleicht ist der Gegner Ägypter und ist total stark, ganz früh, ne? Nee, das fällt flach hier, ne? Ja, alles könnte möglich sein. He-Man, alles ist möglich. Die Gebäude sind eindeutig zu fett, so, jetzt hab ich's gesagt. So, ihr habt's alle gedacht. Was? Mein Platz, wo ich hab, das ist halt, das ist die Position leider etwas verschieden. Und ich habe gerade die Position gerichtet, wo ich am wenigsten hinkriege. Ja, euer einer muss ja das arme Schwein sein, ich merke schon. Ja, eure Mitleid hält sich in Grenzen. Echt? Ich sehe da keinen großen Unterschied. Es tut uns wirklich leid. Ich weiß nicht warum, aber bei Sally klingt das so sarkastisch. Ja, weil Sally auch nicht in deinem Team ist, klingt das eventuell sarkastisch. Aber nur eventuell. Vielleicht. Ja, minimal. Lalalalalala. Wie geht es euch denn so ergangen? Erzähl doch mal, wir haben ja, was habt ihr denn die Metzen vom letzten Mal so verarbeitet, ne? Also, ich kann mich nicht beklagen beim letzten Mal. Ich konnte mich beim letzten Mal ja nicht beklagen. Tief, ne? Ich habe dazugelernt, viel dazugelernt. Das ist schön. Hoffe ich doch. Ihr werdet doch immer besser, ne? Das muss man wirklich mal so sagen, ne? Ich glaube, das kann man ruhig sagen, ne? Ja doch, wäre schlimm, wenn nicht, ne? Weißt du, wir sind nicht komplett lernresistent. Ich weiß, eine erschreckende Bezeichnung. Aber ich wollte doch lernresistent sein. Manu. Sehr gut angekommen eigentlich insgesamt. Auch diese Turmschlacht, wo der Chris hier nochmal ordentlich aufgedrückt hat am Ende. Ja, doch, das war sehr schon... Sehr positiv angekommen. Hat ja auch Spaß gemacht. Sah auch geil aus, ne? Natürlich, ich meine... Wenn du immer Missionen spielst, dann siehst du immer auf einer Metzel, was du dir in die Ohren knallen kannst. Ne? Und das ist ohne, ist, wie der eine Zuschauer geschrieben hat, Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, dass es halt auch ohne Leck geht. Früher hast du ja bei Modemzeiten, ne, das Sally wird sich noch entsinnen können, denke ich, da hat es ja nur noch geruckelt, da hast du ja nur Sperder gemacht, weil es ja bei Bogen komplett Ausfall war. Ne? Ich erinnere mich dunkel an sowas. Ich glaube, das Thema haben wir auch jedes Mal, ne? Weiß ich gerade nicht. Echt jetzt? Oh, ja. Dann, Fische. So, wie war euer Weihnachten? Erzählt. Mein Weihnachten war weihnachtlich, außer, dass der Schnee gefüllt hat. Willst du welchen haben? Ja, bitte. Ich habe gehört, du hast was über. Ja, das stimmt. Das ist bei dir, wie sieht's da aus mit Snake? Ich bin ja in der Nähe von Marder, von daher sah es da genauso aus mit keinem Schnee. So, und bei Sally? Es ist jetzt relativ kalt, vielleicht schneit es noch dieses Wochenende, aber...
Sally? Naja, war in Ordnung. Aber Weihnachten geht es ja nicht nur um Schnee. Es geht ja auch darum, Zeit mit der Familie zu verbringen und sowas. Im Schnee, okay. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Und man soll doch glücklich schätzen, wenn man eine hat, ne? Auf jeden Fall. Das ist richtig. Es gibt ja doch hin und wieder Fälle, da sieht man vieles selbstverständlich. Dabei ist es nicht so, ne? So muss man es immer wieder sagen. Aber jetzt kommt der Silvester, ne? Da macht er da eine Party, wa? Ja, ich werde wahrscheinlich. Irgendwo. Ja, nicht alle auf einmal, bitte, ja. Ja, Marder, du zuerst. Ich wollte gerade sagen, du zuerst. Ja. Nee, ich werde mir irgendwo ein ganz ruhiges Fleckchen suchen, möglichst weit weg von irgendwelchen Feuerwerken und kleinen Kindern, die alle möglichen Sachen hochgehen lassen. Und dann werde ich da genüsslich sitzen mit ein paar Freunden und ins neue Jahr kommen, ohne jetzt irgendwelche großen Feiern oder Action oder sowas. Das wird wahrscheinlich auch das Beste sein. Auch eher ein Mensch, ein kleinen Kreis, ruhig, aber halt nicht mit großem Bumm, sondern eher sowas wie drauf anstoßen, quatschen, Fernsehen gucken, Spaß haben. Ja. Ne? So kann ich es, fass es immer zusammen, ne? Einfach mal wieder so ein paar Leute zusammenbringen, die man eine Weile nicht gesehen hat. Das ist immer so ein guter Anlass. Ich meine, so Weihnachten ist halt eher so ein Anlass, mal den größeren Familienkreis wieder zu sehen und so Sachen wie Silvester, sondern halt mal so, hey, lass mal wieder sehen, lass mal wieder hier irgendwie ein Brettspiel spielen, was wir früher immer gemacht haben, aber jetzt wohnen wir alle woanders, dann machen wir das nie und sowas, ne? Ich weiß, was du meinst. Das ist doch ja, gut ja. Anders, das ist auch sehr schön. Was habt ihr denn noch so gespielt, Brettspiele? Siedler von Catan? Ich habe eher Sternfahrer von Catan als Siedler von Catan gespielt, aber es ist ja das gleiche in Schwarz. Etwa, ja. Sonst haben wir viel Descent gespielt, weiß nicht, ob ihr das kennt, das Brettspiel. Da spielen aber immer so eine Reihe Spieler gegen einen, der quasi die böse Seite spielt. Und dann geht man so in Dungeons rein und dann ist dann der Dungeon-Meister und muss dann die böse Heldengruppe davon abhalten, dass die Schätze klauen und sowas. Du wirst es nicht glauben, aber ich verfolge bei YouTube einen Kanal, der sich quasi auf genau sowas spezialisiert hat, so D&D-Krams, Dungeon-Waller etc. pp. Und da habe ich das jetzt erst die Tage gesehen, ja. So weißt du sogar direkt, wovon das spricht. Ja. Sensationell. Ich weiß direkt, wovon er spricht, das ist sensationell. Aber so Dungeons and Dragons oder sowas oder an sich wie heißt es, Schwarze Auge oder so ähnlich. Pen and Paper? Ja, genau, wird ja sowieso oft gespielt, ne? Also kenne ich auch einiges. Das habe ich auch gespielt, aber es ist schon eine Weile, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Pen and Paper, nur so um ein bisschen Steigerung zu machen, gibt's ja auch auf meinem Kanal so ein paar Folgen. Benutzt jede Möglichkeit. Ja, kennst du mich etwa anders? Nicht wirklich. Kommt ja noch. War das bei Siedler 2 3D? Und ich habe übrigens auch einen Kanal. Ja, ich meine, bei Siedler 2, da wollte ich aber ran. Wenn ich schon nicht spielen darf, dann möchte ich wenigstens Schleichwerbung machen dürfen. Für mich. Du durftest doch spielen, also bitte. Ja, aber nicht lange. Naja, gut. Ich muss sagen, Siedler, obwohl es schon so alt ist, kommt aber irgendwie immer mehr. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte gestern noch einen Kollegen da, der hatte sich Siedler 7 geholt, aber Siedler 3 dabei. Das Siedler 3 hat ihm besser gefallen wie Siedler 7. Ich kann gar nicht sagen, warum. Woran das wohl liegen wird. Das hat sogar seine Freundin gespielt, ne? Das muss ich dazu erwähnen. Ne? Dann hatte ich dann mal kurz eine Folge aus der Metzel von uns gezeigt und da hast du dann nur gehört so, oh Gott, was? Nee, oh Gott. Wie habt ihr denn das? Und wie lange habt ihr gebraucht? Eine Stunde. Was? Das? In einer Stunde? Oh Gott. Was kann der nicht? Ja, das war schon eine kranke Runde, ne? Ja, aber hat Spaß gemacht, ne? Definitiv, oder? Oh ja. Ja, ja. Gibt's auf unserer Landzunge eigentlich nur einen einzigen Sumpf? Jala. Ja, habe ich jetzt Jala gesagt oder ja, gibt es nur einen? Jalalala. Was? Jala.
Ach ja, aber irgendwie, glaube ich... Ja, hast du ja verkackt, oder was? Ja, nicht direkt verkackt, aber letztes Mal mit den vielen Rohstoffen am Anfang... Du bist schön. Einfach viel zu verwöhnt. Ich bin verwöhnt, also das ist jetzt gerade so leicht. Mäh. Zumal meine Expansion nicht ganz so schnell vorangeht, wie ich sie mir erhofft hatte. Du musst eigentlich schon für den Grundaufbau, kannst du schon 10 bis 12 Minuten rechnen eigentlich. Ne? Also es kommt darauf an, welche Position und wie bescheiden es doch aussieht. Ne? Ja, wie ist das irgendwie so verlockend, dass, weil man hat ja nur eine sehr begrenzte Fläche am Anfang, wo man so quasi Holzproduktion machen kann. Das heißt, für Holz brauchst du irgendwie die Frage, die ich mir jetzt noch einmal gestellt habe, ist, expandiere ich jetzt zu einem von den anderen Holzflächen oder baue ich eher das noch was anderes auf? Das ist richtig. Das Beste ist, du machst ein Zwischending. Kann ich jetzt einfach rüber gucken? Ich gucke mal rüber. Der guckt da heimlich rüber, der Junge. Oh, Spanner. Spanner, genau, das war das, was ich auch gerade. Ja, es ist halt so, du solltest halt schon so eine Art Grundaufbau, was ich euch schon seit Ewigkeiten predige, drei Sägewerke, 8 Holzfäller, das sollte halt zumindest immer stehen, ne? Ja, aber da hat der Platz im Startgebiet nicht gereicht. Wirklich? Bist du dir sicher? Wenn ich die Sägewerke weiter von den Holzfällern weggestellt hätte, vielleicht, okay, aber. Ja. Guck mal hoch. Ja, so kann man das natürlich machen, aber. Ja. Ich nehme einfach noch die beiden anderen Holzgebiete. Immer voll konzentriert, ne? Ah, dahin schicken, hier dicken, es gibt immer was zu tun, Ja, vor allem am Anfang ist das ja schlimm, weil wenn man da irgendwas verkackt, dann spürt man es die nächsten 10, 20 Minuten noch. Du brauchst nur anstatt eine Schlachterei noch eine Schweinefarm bauen und wunderst dich, warum du kein Schwein hast. Zum Beispiel. Ja, solche Anfängerfehler kommen bei mir natürlich nicht mehr runter. Ach so, du bist ja schon Pro jetzt oder was? Ich mach ganz andere Fehler. Ach so? Noch bessere. Weiß ich nicht, gerade so, weiß ich nicht. Viel besser. Getreide fahren einfach irgendwo hin, wo ich sie gar nicht haben will. Sowas zum Beispiel. Das ist natürlich auch episch, ne? Das kann man auch mal machen. Immerhin wurde sie noch nicht gebaut. Dann ist ja noch halbwegs das noch alles im grünen Bereich, ne? Dampfer wollte ich sagen, aber grünen Bereich. Ah, ist alles nicht so einfach. Ich muss auch noch mal gucken, überlegen, wie ich jetzt hier nur mache. Thank you.
Und ja, wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen drüber geredet. Habt ihr mit eurem YouTube-Kanal im nächsten Jahr jetzt noch irgendwas Großes vor? Irgendwelche neuen, spannenden Formate oder same business, business as usual? Spannende Formate? Eigentlich, wer weiß, spannender sieht das immer, ein spannendes Format. Nicht? Doch, natürlich. Natürlich, denke ich auch. Nein, also so spannende Formate eigentlich nicht. Also auf jeden Fall nicht mehr so viel wie früher. Jetzt eigentlich nur auf wesentlich konzentrieren, aber jetzt so die, ich glaube, wen hatten wir vor uns? Ach so, Dings hier mit Cooking und so. Das erstmal nicht, ich meine, ich sehe den ja selber überlassen, ne? Warum nicht, ne? No. Wenn Marder uns jetzt irgendwelche Tiergeschichten aus dem Tierreich erzählt, würde auch zu ihm passen, ne? Könnte man machen, aber nö. Gar keine Lust. Nö. Mag ich gar nicht. Krieg ich gar nicht an. Wegen Tierreich oder wegen dem Namen? Ich könnte dir auch einen Tiernamen geben, wenn du willst. Also, was hättest du denn gern? Die Mietzkatze, nein. Nie nicht so fett werden, ne? Oh, das ist ja ein Witz. Ja, da kann ich auch ein Witz von sehen. Ich höre. wenn die Mie nicht so fett werden. Lalalala. Erinnert mich an die Simpsons, ne? Amanda, eine Drachen das Herz gebrochen hat. Irgendwie klingt das doch, ne? Was? Kennst du nicht, ne? Ja, naja. Ist trotzdem lustig. Es ist sehr lustig, wenn man es nicht kennt. Läuft, ne? Läuft. Läuft ist sowieso so ein Unwort, ey. Da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Doch, jeder dritte, ne? Es läuft. Man fühlt sich schon so 10 Kilo schwerer, ne, nach dem ganzen Weihnachtsessen. Naja, kann man sich fühlen, aber muss man nicht. Wenn jetzt ein 20 oder was? Nö. Was willst du jetzt damit sagen? Ich nehme nicht zu, ich vertrag das ja alles. Also. Das ist auch eine schöne Theorie, ne? Genau, also solange ich mich in die Wiege habe ich nicht zugenommen. Das hat was. Ja, Ignoranz ist ein Segen, das ist richtig. Das hat mit Ignoranz hat das gar nichts. Vielleicht auch ja. Ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen Hühner. Baut, meine kleinen Bienchen, baut. Baut. Schneller, schneller. Peitsch. What? Bitte was? Ich dachte, du hast was gesagt. Entschuldige bitte. Kann sein, aber kann auch sein, dass ich was gesagt habe und nicht gedrückt habe, um dass ihr mich nicht belauschen könnt. Das ist auch das unmöglich. Auch sein. Ja. Vielleicht drückt er sich auch in einer komplizierten Sprache aus, die nur Sully versteht und wollte ihm irgendwelche Anweisungen geben, ohne dass sie das versteht. So, Papata.
Ach ja, der arme Sully, der hat natürlich jetzt einen Teamkollegen, wo Teamwork klein geschrieben ist, weil ich selber. Gut, ist nicht so schlimm. Gut. Ah, das hat er aber lieb gesagt. Wie sieht's denn aus, Sully? Sag mal. Bei mir sieht's schlimm aus, guck ja nicht. Mehr oder weniger. Ja, ich hätte schon mal interessiert, was er hat, der Sally, ne? Wir werden es ja bald erfahren. Vielleicht in der nächsten Folge? Man weiß es nicht. Oder ihr schaut es einfach bei Marder. Oder einfach bei Sally. Ah, nee, Sally. Ah ja, schon bei Marder. Was kann ich? Würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wa? Ist schon recht rum, ne? Zeit fliegt. Ja. Dann? Ja, sehen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht mit dem Aufbau auf dieser wieder etwas anderen Karte, aber schauen wir mal. Wird interessant werden. Ja, finde ich aber das gar nicht so schlimm, ne? Ich finde nur, na gut, Zufall ist halt, ne? Dann bis zum Oder wie Marder sagen würde, es läuft. Es läuft, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.